So, Päuschen beendet und dann kann es weitergehen. Wir müssen da lang, alles klar. Ich glaube, hier ist auch nichts. Und wir sind gerade... Nee, Moment, hier wollte ich nicht hin. Wir sind in... was? Immer noch Teil 2? What the fuck? Okay. Immer noch in Teil 2, das ist... Konzentrier dich, Chef. Konzentrier dich. Oh, Moment. Das Einzige, was wir jetzt noch finden können, ist ja im Grunde, sind halt weitere Erfahrungspunkte sozusagen. Und schneller durch. Denn jetzt bricht das Ganze hier natürlich zusammen. Das habe ich jetzt leider nicht... Oh, ja, gut. Alter, alles kaputt hier. Alles im Arsch, ne? Mann, 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 Mann. Ab und zu muss ich mal hier drücken. Nicht, dass ich einen Chronon... Die Anomalien wurden heftiger. Verpassen. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Es kann immer schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Das muss wehgetan haben. Holy shit, okay. Schneller durch. Aua. Oh Gott, 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 oh Gott. Scheiße. Oh Mann, oh. Jetzt hatte ich ein bisschen Panik. Oh, und naja, blöd gelaufen. Aber gar kein Problem. Au! Verdammt! Blöder Spiel. Moment, wo ist denn das? Ach, da. Okay, das heißt, ich muss dann auch noch abwarten. Okay, konzentrier dich. Kein Problem, kein Problem. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, schawups. Und wusch. Gut, hier ist das. Huser! Boah. Muss ich aber schon ein bisschen mal eilen, du. Nicht, dass du getroffen wirst. Heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. So, puff. Das muss wehgetan haben. Auch ein bisschen. Hier schnell durch. Da so, weil ich dachte, das Ding fällt jetzt auf mich drauf. Oh, war nicht so cool. So, dahin, okay. Oh Gott. Fällt das um? Nee, das bleibt so stehen. Okay, also mehr oder weniger. Läuft. Gut. Ich muss hier verdammt nochmal raus. Nein, ist super. Wir müssen gar nicht raus. Ich da runter. Ich möchte da nicht runter, aber ich muss wohl. Oh Gott. Okay, ich dachte, irgendwas Schlimmes passiert. Ach du Sch... Das war sehr knapp, Jack. Ja, ja. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Ja, ja. In der Tat, in der Tat. Okay, da ich immer noch im zweiten Teil bin, wie gesagt, muss ich ja auch nichts großartig suchen. Hä? Moment. Ich muss doch hier hoch. Ah. Er wollte. Ach so, ja, er will nur nicht dabei laufen. Alles klar, ja, dann bleiben wir stehen. Aber hoch kannst du schon noch, danke. Okay, jetzt muss ich dahin. Hier hätten sie eigentlich noch ein paar Sachen verstecken können. Irgendwie so ein paar Kronon-Pünktchen oder sowas. Aber nein, haben sie auch nicht. Okay, weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier oben sein möchte. Aber, na gut. Nein, 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 nicht schon wieder. Oh Gott. Los, 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 los. Woo! Jack, weißt du, wenn er einen Auftritt hinlegt, würde ich sagen. Hi. Okay, geht doch. Okay, also wenn die sterben, sind die also hier ein bisschen in der Zeit gefangen, oder was? So, du bist down.
gegen die... Oh, nein, 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 nein. Alter, mal auf damit. Arschkrampen. Bäh. Ja, natürlich. Oh Gott, ich hab keine Fee. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Weg, 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 weg. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, der ist down. Oh meine Fresse, ey. Warte. Bam. Irgendwann macht's Bam. Oder auch nicht. So, du bist down. Ach, scheiße. Du kleiner Pisser. Aber das müsste ja immer noch Wirkung haben, oder? Hoffe ich. Ich will das Ding kaputt machen. Aber irgendwie geht das nicht kaputt. Was voll blöd ist. Guck mal, das geht immer wieder zurück an seinen Ursprungsort. Ey, wo ist der hin? Ey, 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 ey! Guck mal, geschmeidig, Junge. Was soll denn das für ein Scheiß, ja? Stirb mal! Ach, verdammt. Ach, das jetzt geht. Hey, jetzt geht's doch. Ich dachte, das geht nicht bei denen. Hier noch irgendwas? Nee. Naja, wobei, eigentlich müsste schon, ne? Ah, doch. Jetzt bin ich dran. Adios! Mi amigo! Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Okay, zack. Munition. Wie gesagt, ja, wobei, ich dürfte hier nichts mehr finden, Mann. Ne, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Aber, ja. Ne? Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich damit fliegen? Nein. Mit dem Pupsdüsenantrieb müsste das eigentlich gehen. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt auf diese Leiter da hinten. Aber erstmal Tür aufmachen. Da. Und jetzt hochklettern. Und zwar rucki zucki, würde ich sagen. Meine genauen Worte waren, tu nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Nein, nicht diese Musik, bitte! Was gibt's? Okay, jetzt ist die Musik weg, sehr gut. Wir gehen ins Schwimmbad. Juhu! Schwimmbad! Schwimmbad. Lade schneller das Schwimmbad. Ich müsste jetzt schwimmen gehen. Ach, eigentlich wollte ich diese Sachen hier rausschneiden, aber ich glaube, ich lasse es mal jetzt drin.
Habe ich, glaube ich, bisher sowieso immer vergessen rauszuschneiden, deswegen ist es ja egal. Akt 2, Teil 3, ich glaube, 4 Teile gibt's. Und dann dürften wir wieder ein kleines, fulminantes Feuerwerk an Real-Life-Sequenzen sehen. Ich bin gespannt, was die zweite Folge bereithält, muss ich ja doch gestehen. Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Ja, das können sie ja gerne tun, aber wir sind ja jetzt im Schwimmbad. Also wird alles gut. Ach, nee, Tür macht sie selber auf, okay. Abgeschlossen. Ah, ist blöd. Jack, dieser Schlüssel, den du aus Wills Aktentasche hast. Ja, ja, jetzt bin ich auf einmal doch wieder wichtig, ne? Mann. Frauen können sich auch nicht entscheiden, ey. Naja. Der Schlüssel passt nicht. Ist doof. Na gut, ich finde einen anderen Weg rein. Mach schnell. Ich halte nach unerwünschtem Besuch Ausschau. Mach das. Und ich versuche, einen Weg reinzufinden. Kannst du einen Weg reinfinden, Jack? Wir sollten nicht hier draußen bleiben. Boah, ich bin dabei, Mädchen. Jetzt bleibt doch mal geschmeidig. Hier geht's nicht rein. Hi. Oh, ich kann mit dir reden. Geht's dir gut? Ich habe gerade die Nachrichten gecheckt und Monarch wird als Held gepriesen. Nein, mir geht es nicht gut. Hätte ich mich nur geweigert, dieses Geständnis abzulegen. Dann wärst du jetzt tot und ein anderer hätte es getan. Das macht es nicht besser. Kann ich mit dir auch reden? Ja. Eine Idee, wie wir da reinkommen? Das ganze Gebäude fällt auseinander. Irgendwo muss es doch eine Öffnung geben. Stimme, das ist die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence. Weiß ich aber auch nur, weil ich mir vor 2 Wochen oder so, ich mir die Tribute von Panem-Filme angeguckt. Hä? Das klettert doch mal hier hoch. Jetzt macht er schon Ghosting und dann kann er nicht mal hochklettern, ey. Ah, hier gibt's was. Oh, ich muss weiterhalten. Okay. Hopp, und dann kann ich hier rüberspringen. Hierauf und ich bin oben. Ja, Amy. Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Was ist mit denen passiert? Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität gemacht hat, notwendig war, um sie zu beschützen vor... Vor Jack. Ja. Ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten hat dazu beigetragen. Nichts für ungut. Meine Güte. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Na, wenn du mal ein bisschen belauscht, ne? Aber wir können das auch, sonst erzählen die ja nichts. So, ich bin drin. Ja, noch nicht. Jetzt. Warum? Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Was? Sie hätten doch jeden auswählen können, um für sie zu lügen. Ich meine, gut, man hätte auch selbst darauf kommen können, dass man eventuell diese Tonne benutzen könnte, um da hochzuklettern. Aber nein, wir brauchen Zeitfähigkeiten dafür natürlich. Ist nicht der Gewiefteste, der gute Jack.
Verdammt. What the fuck? Diese Anomalien verschwinden nicht. Ich glaube nicht, dass die durch Jack, also die werden nicht durch Jack verursacht, das ist durch den Riss. Aber wahrscheinlich dadurch, dass er mit Kronon-Partikeln halt in Berührung kam, kann er sich dennoch weiterhin darin bewegen. Das müsste also auch für Paul zutreffen. Und für alle, die so eine Kronon-Ausrüstung tragen. Vermute ich mal. Obwohl ich ja gerne mal wissen würde, können die alle Fähigkeiten benutzen, die es so... Also alle? Alle? Hm? Kann man die eigentlich finden? Moment, sammelbare Objekte. Was gibt's hier alles? Nix. Doch, nein. Ach, ich habe keine Ahnung. Es gibt Kronon-Quellen, 5. Dokumente gibt's mehr als 5. Es gibt einen Computer und es gibt noch ein paar Medien. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Gibt also doch ein bisschen was zu finden. Au. So, hier haben wir ein paar Sachen. Oh, hier haben wir gleich... Oh, au. Wir haben Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Fast alles. Krass. Na dann, wollen wir mal gucken hier. Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Schrödingers First Cronenant. Okay. Das ist keine Information? What? Okay, 17. Mai 1998. Mein Name ist William Joyce und ich führe gleich den ersten Tierversuch mit dem Prototypen an meiner treuen Hausmaus, Schrödinger, durch, um... Sie ist weg. Wohin? Scheiße. Komm schon, Schrödinger. Komm zu Willy. Na komm. Alles okay. Alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn durch den Korridor. Dadurch wird er 5 Minuten in die Zukunft geschickt. Das heißt, er wird genau 5 Minuten, nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schrödinger. Ein sehr gutes Zeichen. Noch 2 Minuten. Okay, also, ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt eine ganz klare Schwachstelle in meinem Test. Meine Maus ist ein Idiot. Na gut. Okay, die Maschine läuft sich gerade wieder warm. Test Nummer 2 wird eingeleitet in etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Es ist nun klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Maschine ist kalibriert, um Schrödinger 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken. Also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die zukünftige Version derselben Maus, die 5 Minuten in die Vergangenheit gereist ist. Schrödinger, hier, dein Zukunfts-Du. Autsch, oh, der Schuss hat mich gebissen. Hm, ja, so sind sie. Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Riverports diskreter Umzugsservice. Es werden keine Fragen gestellt, Sie packen, wir transportieren. Umzugstermine 1. März bis 28. März 1999. Von Werkstatt von William Joyce, 821 Industrial Lane Riverport an Bradbury Schwimmbad, 261 Bradbury Street Riverport. Name des Kunden William Joyce. Besondere Anweisung, äußerst zerbrechliche Kisten. Inhalt ist vertraulich. In gepackten Kisten darf nicht hineingesehen werden, nur abholen und abliefern. Versand 17 LKW-Ladungen über einen Zeitraum von 17 Tagen. Gesamtkosten $12,713 fucking Dollar, Alter. Meine Fresse, ist der teuer. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Will, ich habe alle Papiere bezüglich des Kaufs des Bradbury Schwimmbads in diesen Ordner gelegt. Ich wusste, sie würden ansonsten den Überblick über die Dokumente verlieren. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kauf nicht zu den Geldern aus ihren Forschungssubventionen zurückgeführt werden kann. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und es geht mich auch nichts an. Aber wir kennen uns beide lange genug, damit ich ihnen Folgendes sagen kann. Ich vertraue darauf, dass sie wissen, was das Beste für sie ist. Aber ich kann nicht so tun, als ob ich mir keine Sorgen machen würde. Ihre Karriere sieht so vielversprechend aus und ihre Aktivitäten in letzter Zeit fühlen sich wie ein drastischer Richtungswechsel an, den ich nicht im geringsten nachvollziehen kann. Ich habe mein Versprechen gehalten und Jack und auch niemand anderem nichts hierüber gesagt. Aber er macht sich Sorgen um sie, auch wenn er nicht weiß, wie er es zeigen soll. Jack hat seit Monaten nichts von ihnen gehört. Er braucht sie. Ihre Anwältin und Freundin Allison Cunningham, 29. März 1999.
Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Ja. Okay. Boah, Alter. Das ist voll krass, ne? Ich verstehe das nicht. Nur weil die Grafikkarten aus ein bisschen höher ist, fängt das hier an zu ruckeln. Bei anderen Spielen ist die bei 99% und das ist egal. Weil da ist das Spiel echt noch nicht sehr gut optimiert. Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sedmak. Ich vertrete Bobby Redford. Und werde Ihnen Ihren Tag mit einigen guten Neuigkeiten versüßen. Die Personen, die während des Terrorangriffs auf die Riverport-Universität verwundet wurden, werden im Monarch Solutions Medical Center von Riverport versorgt. Und das Krankenhaus hat eine Erklärung abgegeben, dass sie alle stabil und über das Gröbste hinweg sind. Ich bin mir sicher, dass sie dankbar für all ihre positiven Gedanken und Gebete sind. Im Hinblick auf jene, die den Angriff nicht überlebt haben, liegen uns noch keine abschließenden Opferzahlen vor. Wir wissen aber, dass die meisten der Toten zum Sicherheitspersonal von Monarch Solutions gehören, dessen professionelles Handeln zahllose Leben gerettet hat. Auf Kosten ihrer eigenen. Jack Joyce, der Terrorist verantwortlich für dieses Massaker, ist noch immer auf der Flucht. Die Behörden gehen davon aus, dass er sich immer noch in Riverport aufhält. Und dank zahlreicher Hinweise seine Festnahme bevorsteht.